Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3 in diesem, ja, Mausoleum. Gedöns. Die soll ja eigentlich seine Boss drin sein, die wir bekämpfen sollen. Gleichzeitig aber sagt das Spiel uns immer wieder, dass wir rausgehen sollen, weil da der Boss ist. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Wir gucken hier aber erstmal weiter. Um eventuell vielleicht doch hier den Kampf zu haben. Eventuell. Man weiß es ja nicht. Und ja, letztes Mal hatten wir auch einen Kampf. Aber gegen einen Verteidigungsmechanismus oder sowas in der Art. Ich habe hier irgendwie einen Barockler. Und den haben wir überstanden. Den gehen wir jetzt weiter. Nur alter Alter. Wir wieder in Traverse Ilstein. Wo wir dann wahrscheinlich hier überkommen. Und wie? Da runterkommen? Erstmal hier, das Ding. Ja, soll man eben einen Gegenstand ansetzen. Ich weiß aber nicht, was für ein Gegenstand. Namethyst? Würde ich mir ihn eher nicht sagen. Haben wir irgendetwas Charmmäßiges? Irgendwas, was theoretisch dazu passen würde, zu Char? Glaube nicht, ne? Keep your distance, darling. Auch Asterion hat nix. Die hat auch nix. Was? Wieso hat die nix? Die hat leider auch nix. Vielleicht muss er noch irgendwas reinpacken, um was zu opfern, aber ich glaube tatsächlich, da muss irgendwas ganz Bestimmtes sein. Kann nicht benutzt werden, ne? Achso, muss ich nochmal hier aufgeben? Ne, kann nicht benutzt werden. Okay, da muss was ganz Bestimmtes rein, da kann man nicht irgendwas reinpacken. Oder ist das denn, ist das tatsächlich so eine... Hör auf, da irgendwas zu machen! Ist das hier tatsächlich so eine Maschine? Ne, ist es auch nicht, okay. Kann natürlich auch sein, dass... Ne, aber es ist nur alter Alter. Da muss irgendwas rein. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was da rein muss. Wobei, könnte sein, dass irgendwie noch so ein lila Ball da rein muss. So, ne, wie hier schon drin steckt. Woher ich so einen auch immer bekomme. Wäre hier alles gelootet, eigentlich. Und ich meine, wenn mir so ein lila Ball aufgefallen wäre, hätte ich den mitgenommen. Oh, habe ich nicht. Hm. Ah ja, stimmt, dann gibt es auch noch an der Seite die Sachen, ne? Oh, vielleicht sollten wir da erstmal gucken. Die Wege an der Seite gibt es ja auch noch. Wir gucken da lieber erstmal. Nein, da ist ein... das sind diese komischen... Das sind diese Panther mit diesen, ne? Genau, das sind diese... Diese... Ja, die haben in Deutsch Täuschungsbestie, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die in Englischen heißen, aber das sind diese... Diese bekannten Panther da mit diesen super langen Tentaklis. Na ja, gut, aber Level 5, ne? Na, ich speichere nochmal und dann gucken wir mal, ob wir so einen mal angreifen. Weil die kennt man. Die sind ikonisch für. Die sind unter anderem ikonisch. Wieder, ne? Wie das Glubschauge. Das sind so ikonische D&D-Kreaturen. Die halt nur ein bisschen weird ins Deutsche übersetzt wurden, aber gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier in den Kampf reinkommen. Nee, der läuft weg. Guck mal, der läuft weg. Gut, kann natürlich auch sein, dass der wegläuft. Wohin, wo er uns dann verarschen will, ne? Der ist ja hier im Händen gelaufen. Das kann auch sein. Gut, dann würde ich mal sagen, wir jumpen mal rüber, ne?
Na, da ist er wieder. Wohin läuft das Vieh? Will das irgendwas zeigen, oder was? Naja, ist ein Täuschungsbestien, ne? Es will uns täuschen. Ich meine, es ist offensichtlich, oder? Aber trotzdem... gehen wir im einen. Wir könnten theoretisch... naja gut, also wir können zumindest hier nochmal rüberjumpen, bis hierhin kommen. Weiter ist dann aber auch schwierig, ne? Man könnte noch runter und da ist noch irgendwie eine Tür. Aber wenn wir hierhin, dann ist schon Abgrund. Also, ich weiß nicht, ob das so safe ist. Ich glaube, da werden wir uns noch richtig wehtun, wenn wir hier runterjumpen. Deswegen würde ich das vielleicht lieber nicht machen. Und bevor wir hier überhaupt irgendwas machen. Vielleicht greift die ja tatsächlich nicht an. Aber. Können wir da reden oder so? So much blood. What the hell has been happening here? Oh nein, da. Oh, was denn hier passiert? Hä? Warte mal. Ja, richtig hart am Würfeln? Okay. Hier kurz mal nebenbei mal gucken, was hier alles passiert. Am Handy, okay, alles klar. Ja, aktuell ist irgendwie bei mir gerade wieder so ein bisschen. Ich war lange davon verschont geblieben, aber aktuell ist gerade wieder so ein bisschen, weiß ich nicht. Rufen mal wieder so ein paar Scam-Nummern an. Muss man mal ein bisschen im Auge behalten, dass hier nicht irgendwas passiert. So, wir haben hier aber eine Quest-Advisierung bei der Quest, die wir hier machen wollen. Deswegen ist das natürlich eine ganz gute Sache. Und zwar, kümmere dich um Raphaels Feind. Wir haben im ganzen Tempel Zeichen der Zerstörung gefunden. Ja, warum nicht? Und die Auserwählte der Char. Erstmal hier. Untersuche die Proben der Char. Wir haben die Prüfung. Ja, okay. Mhm. Und Auserwählte von Char erreicht den uralten Tempel. Scheint einen uralten Tempel zu geben. Wer weiß. Naja, zumindest gucken wir hier mal hier uns erstmal um. Bei Vielleicht ist das hier. Vielleicht ist diese Täuschungsbestie der uralte Feind. Achso. Das ist. Das ist Orthorns Bett. Wir haben über uns haben einen Händler. Über uns haben wir einen Händler? Vielleicht ist das sogar Orthorn. Nee. Hier, guck mal da. Das sind die Händler. Also das ist schon mal. Wir sind ganz... Ja? Okay. Aber wahrscheinlich können wir mit dem Aufzug da, mit dem in der Mitte, mit dem Ding da irgendwie höher kommen oder so. Vielleicht. Gut, hier. Aber das macht nichts. Warum macht das nichts? What's this? Fresh entertainment. But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff. Of the surface to you. A new arrival, then. You burrow too deep, little rabbit. Nein, die Täuschungsbestie hat uns dahin gelockt. Das war doch so klar. Angreifen, ja, weiß ich nicht. Ich meine, der hat eine bessere Position. Hm. Scheiße. Soll ich das wagen? Ich glaube, ich wage das. Dieses Häschen hat schon größere Beute als euch gejagt. Überlegt euch eure nächsten Worte lieber gut. Habe ich das? Ja, vielleicht. Könnte man eventuell so ein bisschen sagen. Ich meine, ich habe eine ganze Pilzkolonie ausgerottet. Ne, also ich meine, vielleicht zählt das ja. You're a mouthy little rabbit. This will be
There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. And sulfur. Raphael! I can smell him all over you! Where is he? Warte, ich kenne Raphael? Nein, er hat Raphael gerochen an uns. Nein, das geht da gar nicht. Aber ihr kennt ihn, was? Das ist ja merkwürdig. Obwohl wir hier sind, um seinen alten Feind zu besiegen. Naja, weiß ich nicht. Das ist so unerwartet, dass die vielleicht Raphael kennen. That perfume trickster swindled me. Trapped me. Aber du bist doch gar nicht der, den wir besiegen sollen. Oder ist er will euren Tod... Oh, oder ist es doch? Ich hatte mit diesem Teufel zu tun. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Naja, ich würde sagen, die Hilfe wäre wahrscheinlich, ich besiege Raphael und dann, ne, also irgendeinen von den beiden muss ich ja besiegen. Und ich finde Raphael tatsächlich, also ihn finde ich natürlich cool, weil, boah, der ist richtig krass dämonisch und so, voll badass und so, hast nicht gesehen, ne? Aber Raphael ist so dieses, ne, so hat so diesen Lucifer-Aspekt so ein bisschen, der wirkt so richtig cool, so. Deswegen mag ich den tatsächlich in der Situation ein bisschen mehr. Nicht so, niemand hält euch auf. Ich weiß einen Ausweg. Das macht irgendwie in der Situation so wenig Sinn. Er will euren Tod. Er will euren Tod. Also egal, was ich sage, das finde ich ein bisschen, das wird wahrscheinlich richtig wütend machen. Und das macht für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und das ist sowieso ein bisschen blöd gerade. Das ist eine richtig doofe Situation. Aber er will euren Tod. Aber ich glaube, das weißt du schon, ne? Where is he? Spit it out. Now! What are you doing? The devil told us to kill this thing. So let's stop chatting and kill it. Ja, das war vielleicht eine blöde Sache. Erzähl uns doch ein bisschen von deiner Erfahrung mit Raphael. Vielleicht können wir es gegenseitig helfen. Ja, ich glaube, nicht nochmal ein bisschen. Also mit Asterion will ich mich nicht unbedingt nochmal verscherzen. Das. Ich habe nichts zu sagen. If you won't speak, then you don't need to draw breath. Tell me what I want, or I'll feed you to my pet over a 10-day and keep you alive to watch. Ich habe davor gespeichert, ne? Boah, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt den angreife, ne? Dann haben wir vielleicht ein Problem, weil der hat auf der erhöhten Position ist. Naja, ich meine, wir müssen es ja irgendwie mal probieren, ne? Bold of you. Stupid, but bold. Form up right! Also ich weiß ja nicht, aber das geht komplett nach hinten los. Hä? Es gibt zwei von den Täuschungsbestien? Oder ist eine... Nicht eine Täuschung. Nee. Aber was ist denn da los jetzt hier? Der Zoom ist bei der Täuschungsbestie nicht angepasst. Keine Ahnung. Der hat sich dupliziert. Hab ich nicht gesehen. Naja, gut, wenn das so ist.
Nein, das ist unsichtbar, aber tatsächlich habe ich auch unsichtbar sehen. Deswegen sollte es kein Problem sein. Und hier haben wir 1 Million Gegner, wobei wir haben schon gegen mehrere von diesen so solchen Viechern haben wir gewonnen. Also sollte es eigentlich nicht so unbedingt problematisch sein für uns. Weiß nicht, welchen ich jetzt angreife. Weil einerseits habe ich hier die Täuschungsbestie vor mir, die natürlich fies ist. Andererseits habe ich hier, ne? Hä? Ah, da, ja, doch, das ist, ein Duplikat. Also wenn das Ding Stufe 1 ist, holy shit. Ja. Ich dachte, das würde sofort verschwinden. Kann leider nicht hier weg, ne? Also, weil ich hier. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann propiziere ich nicht nur einen Gelegenheitsangriff von ihm hier, sondern auch von ihm hier. Und das ist natürlich dann ganz schön doof. Also, ich bin harter Marsch, muss ich sagen. So, Asterion kann zumindest. Warum provoziere ich denn? Der hat irgendwie eine Fähigkeit, dass ich. Das ist ja richtig beschissen. Das ist ja mega blöd. Oder kann ich. Das ist aber eine Aktion. Das ist natürlich auch ärgerlich, ne? Machen wir hier so. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe keinen Bock, damit Asterion umzugehen. Weil eigentlich. Sie müsste. Nee, sie müsste nicht. Ich kann ja auch hier. Und dann kann sie mal so ein Heilungsding machen. Auf Asterion. Wow, das war eine Stufe 3 Heilung, ne? Mann, war das. Wow. Beeindruckend. Jetzt kommt, jetzt kommt der Pfeilhagel. Ich sag's euch. Ne, der nicht, der hat eine Nahkampfwaffe. Natürlich bringt das bei dem nichts. Immer alle Nahkampfwaffen, das sieht so aus, als hätten die alle Armbrust, aber haben sie tatsächlich nicht. Ah ne, haben sie doch. Die haben doch irgendwie Armbrust. What? Der macht nichts. Macht er nichts. Da wollen wir. Wir jetzt mal aus. Und. Fehlschlag. Oh, darauf habe ich gehofft. Darauf habe ich richtig stark gehofft, dass das Fehlschlag ist. Das nicht. Das auch nicht. WDF. Ruggle. Irgendwie habe ich Ruggler hier gerade am Start. Das ist ein bisschen komisch. Die haben alle Bock zu kommen. Das heißt also, die machen jetzt erstmal noch nichts. Was natürlich dann umso beschissener ist, wenn sie nämlich alle da sind. Muss man natürlich dazu sagen. Wow, ja gut, der Bär ist immer, das ist immer egal. Ich will die Kette machen. Mann! Was hat er für eine Ausweichchance? Das geht doch gar nicht. Und natürlich kommen. Ja, wie mir. Hä? Die Handgranate? Sind die auf unserer Seite? Die sind neutral, ne? Die aber. Die sind aber irgendwie schon. Jetzt immer noch da oben, ne? Ja. Ja, ein bisschen am Arsch bin ich.
Heiner, willkommen bei Ich bin ein wenig am Arsch. Das sind diese Minen jetzt, ne? Es sind hier drei von diesen Dingern, ne? Ja, wir müssen unbedingt die Haupttäuschbestie mal hier wegbekommen, ne? Hier mal kurz aus diesem Minenfeld raus und dann müssen wir hier von hinten. Ja, Asterion, genau so macht man das. Trefferpunkte, ja. Cool, dass du das hast. Kann ich von hier einfach so? Geht schon, ne? Das hat ein bisschen was geholfen. So, mein Teddybär. Wenn ich jetzt hier... Oh, das geht sogar tatsächlich. Ich könnte Lasil hier weglocken. Wir müssen tatsächlich das Vieh mal, ne? Weil das sind tatsächlich alles Kopien. Und wir müssen die Kopien eliminieren, indem wir das Hauptding zerstören. Mann, warum kann das so geil ausweichen? Was ist denn mit dem los? The fuck? Oh, das fuckt ja richtig. Vielleicht müssen wir ein bisschen anders an die Sache ran. Aber diese Minen, die hier explodiert sind, ne? Also normalerweise eigentlich... Also, ich sag mal so, eigentlich sollten die uns doch nicht... Eigentlich, also... Wäre das ein bisschen merkwürdig gewesen? Warum? Also das ist ein... Das Vieh hier oben. Es kommt immer mehr, ne? Ja, das kriegen wir nicht hin. Ich würde tatsächlich sagen, wir müssen irgendwie anders an diese Situation ran. Das kriegen wir nicht hin. Also vor allen Dingen müssen wir diese Täuschungsbestie loswerden, ne? Das ist das große Problem.
wie er jetzt hier ist. Nicht, können wir theoretisch, wenn wir nochmal so weiter zurückgehen, hierhin. Na, wenn wir dann hierhin zurückgehen und dann quasi, und dann von da weit aus die Täuschungsbestie angreifen, bevor sie wegrennt. Kann man die vielleicht in den Kampf ziehen? Dass wir dann nur mit der kämpfen, weil dann hätten wir zumindest die Täuschungsbestie, die sich dann jede Runde kopiert, hätten wir ja nicht mehr in dem Einkampf. Das wäre zumindest zum schon mal ein bisschen besser. Aber hier oben rennt hier jetzt schon weg, nee. Viel außerhalb der normalen Reichweite, aber wir sind doch hier voll weit oben. Okay, das ist ja witzig. Dann triggert sofort der Kampf. Form up ranks. Don't let anything get past you. Die dürfen ja gar nicht wissen, wo wir sind. Ja, tatsächlich, die wissen nicht, wo wir sind. Ah, doch, die laufen jetzt, bewegen sich jetzt. Aber die können uns trotzdem von der Seite nicht angreifen. Da, wo wir stehen, können sie uns erstmal nicht angreifen. Das heißt, die müssen hier selber zu uns hin. Das heißt, wir haben die tatsächlich ein bisschen getrickst, sag ich mal. Zumindest glaube ich das, hoffe ich das. Taste my fury. Und hier tatsächlich ist es auch nicht so dunkel, wodurch die Täuschungsbestie auch nicht ihre Scheiße machen kann. Deswegen können wir hier richtig gut bekämpfen. Ja gut, das kommt natürlich dann trotzdem dazu. Mal gucken mal, wo die jetzt alle hinspuren. Ja, die wollen natürlich jetzt alle hier hin und von hier uns angreifen, aber wir stehen halt hinter einer Ecke. Da können sie von dieser Position uns nicht angreifen. Das wäre natürlich ganz geil. Wir positionieren uns. Es dauert natürlich ewig, der Kampf. Positionieren uns dann hier. Da können sie uns dann nicht angreifen. Gehen dann hier vor, schießen die kurz ab, gehen wieder zurück, dann können sie es wieder nicht angreifen. Oder müssen sie hier runterkommen. Und wir sind in einer guten Position. Vielleicht ist das ja der Fall. Wahrscheinlich hätte ich jetzt komplett in den Weg verschwendet. Gut, für den Bär ist es zu dunkel, aber wir machen Crit. Aber fehlschlagender Crit. Zu dunkel, aber nicht zu nah, ne? Na gut, dann schießen wir mal. Ah, gut, schade. Ja, shit. Ja, jetzt haben wir es teleportiert. Jetzt hat es einmal geklappt, aber die ist halb tot. Das ist noch okay. Der hat sich nämlich jetzt einmal kopiert. Aber Lasir ist natürlich jetzt richtig hart am Arsch. Schade. Schade, schade. Ja, da machen wir. Gucken wir mal, ob das geht. Super. Ah, perfekt, die Kopie ist weg. Das hat funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Sache hiermit. Wir müssen irgendwie
jetzt dahin? Ich meine, das würde gehen, aber... Ja, die Frage ist halt eben, ich würde das tatsächlich mit meinem Hauptcharakter mal versuchen. Gib mir mal kurz die Runde, mal gucken. Ja, die machen das nämlich auch. Lasir würde ich tatsächlich mal heilen. Ja. Geiler Heilmove von uns hier. Die Punkt nicht erreichbar, ja gut. Ja, die skippen halt andauernd die Runden, ne? Weil die mich natürlich jetzt hier nicht im Sichtfeld haben. Ich könnte tatsächlich aber auch, was theoretisch auch der Fall ist, können wahrscheinlich fliehen, oder? Geht das? Gut, mit dem Bären sowieso nicht. Macht keinen Sinn. Aber ich könnte fliehen, oder? Jo, ich könnte theoretisch fliehen. Wenn ich hier nichts im... Muss man mal gucken. Have to keep going. Wenn ich von hier... Geht das? Nein, geht nicht. Also jetzt noch nicht. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Die können halt alle nichts machen, ne? Weil die alle so dumm sind. Also die KI ist halt tatsächlich manchmal... Also in dem Spiel auch wiederum so typische Larian-KI. Die kann man easy baiten. Und die sind einfach so maximal dumm. Anstatt, dass sie dann sagen, okay, wir gehen außen rum, weil wir wissen, die sind da unten und wir können sie von der Seite hier nicht angreifen. Gehen die tatsächlich immer den straighten Weg und merken so, okay, wir können ja nicht mehr weiter, deswegen bleiben wir stehen und skippen die Runde, so lange, bis wir den sehen. Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist halt auch schon immer bei Larian-Spielen so gewesen, dass die KI tatsächlich, sobald man die nur ein bisschen trickst, sofort einen Aussetzer hat. Das ist ein, ja. Deswegen, man kann die tatsächlich sehr gut tricksen, aber auch wenn man die jetzt so trickst, wie ich es gemacht habe, ist das natürlich auch ein bisschen ungünstig. Ich jump auch mal mit Asterion rüber. Und zwar würde ich sagen... Hier so hin. Das tut weh? Kann ich von hier Feuer schießen? Bewege ich mich damit? Nee, aber der kann mich dann tatsächlich auch angreifen, ne? 12% ist ein bisschen niedrig. Ja, aber natürlich klar, so viel schneller. Mal ein bisschen weiter zurück. Sollten die mich nicht treffen. Jetzt habe ich sie getriggert. Okay, jetzt habe ich jetzt ist Trigger Time. Liegend? Wieso liegend? Jetzt habe ich sie getriggert. Aber auch so richtig beschissen hier, dass ich einfach nicht treffe. So, lass hier nochmal heilen. Hä? Yeah. Achso, das ist der Wiederbelebungsmove. Wobei, oh shit, einen würde ich... Ah, shit. Ja, okay. Das ist natürlich doof, ärgerlich. Das sollte ich vielleicht dann lieber so machen. Sieht man nicht erreichbar. Shit. Elasiel wird leider erstmal nix. Immun gegen Feuerschaden, gut zu wissen. Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen. Aber jetzt sieht tatsächlich die KI auch meine Leute und deswegen. Ne? Hä? Warum hab ich denn jetzt nur Schaden bekommen? Und da greift einfach irgendwelche Umgebungssachen an. Das ist noch nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier nach vorne laufen würde. Und dann mache ich hier den super ultra Move hier. Es würde zumindest treffen, oder?
Nehmen wir das nicht. Schade. Dann könnte ich die nämlich so ver... Na, dann müssen sie mein Bärchen angreifen. Wenn das wirklich funktionieren würde. Kann ich noch ein bisschen weiter nach vorne? Nein. Ja, funktioniert nicht. Okay, ist gut. Jetzt muss ich mit meinem Hauptcharakter gar nicht rüberjumpen. Oh, auch nicht so schlecht. Den greifen wir an, sind beide gleich, sind wahrscheinlich beide scheiße. Da habe ich aber... Mal gucken, ob der jetzt gibt oder... unsichtbar, bewegt er sich? Nee, ich glaube das... Doch! Nee, der hat geskippt, ne? Will nur noch ein paar die skippen. Mhm. Bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir mit der Asterion hier hinlaufen und dann schöne Angriffe machen. Ich würde schon gerne versuchen, ne? Okay, damit ist einer weg. Immerhin, aber ich kann leider mit Asterion nicht weg von dem. Das heißt, Asterion kriegt jetzt gleich richtig einen auf die Fresse. Außer natürlich, wir machen da ein bisschen Unterstützung mit Lasir. Na, das war eine Unterstützung, die ich nicht haben wollte. Warum kann ich nicht nochmal... Ah, scheiße, kurze Rast, weil ich das schon mal eingesetzt habe, ne? Ungünstig. Ich heile mich mal. Die sind ja immun gegen Feuer, ne? Aber sind sie auch immun gegen... Ja, magische Resistenz, ne? Bei Reduktion. Also wenn ich jetzt hier sowas mache, das ist ja jetzt nicht Feuer, das ist ja gleißend. Das sollte ja ein bisschen was anderes sein. Weil wenn sie immun allgemein... Ich probiere mal aus, mal gucken, was passiert. Ja. Wegen der magischen Resistenz, natürlich. So, die werden jetzt wahrscheinlich jumpen, ne? Oder schießen. Ja, und jumpen. Ohne! Was macht der? Macht er jetzt hier weiter die Umgebung kaputt? Ne. Ne, Asterion. Ah, der kriegt nur 5 Schaden. Das ist immerhin noch in Ordnung. Nimm Platz. Liegend, 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 liegend. Och, Berchi, kannst du irgendwie vielleicht eventuell jumpen ohne zu liegen? Ja, jetzt kann das. Nochmal so Slide. Nee, das wird nix. Wir könnten aber hier hin und könnten jetzt eine Provokation machen und hoffen, dass das trifft. Ah, einem hat's getroffen, okay. Okay, wir können switchen. Er hat auch schon ein bisschen Schaden genommen. Das heißt, vielleicht könnten wir sogar, wenn wir jetzt richtig gute, gezielte Treffer machen, könnten wir den auch besiegen. Dann hätten wir zumindest da die Probleme nicht mehr. Ah, 11, okay. Ich glaube, 15er werden wir jetzt nicht noch machen. 14, natürlich. Es hätte ja nicht auch ein Schadenspunkt mehr sein können. Oder jumpt. Ja, den kritischen Treffer, der war jetzt natürlich richtig kacke. Ja.
Ich glaube, wir müssen sie mal rüberschicken, oder? Damit die Magisterien hier... Wobei, was ist Aufhelfen? Aufhelfen ist Aktion, das ist eine Bonusaktion. Ja gut, dann sollte es vielleicht sogar klappen, weil ich würde gerne ihn hier klatschen. Klatschen meine ich. Ja, was denn zum Teufel? Warum denn nicht? Ich habe zweimal angegriffen und da weicht einfach aus. Das kannst du doch nicht... Bonusaktion, die Asterion hat. Hat Asterion irgendwas, was er hier einsetzen kann? Nee. Er kann hier noch die als Bonusaktion machen. Ey, jetzt muss er treffen, ne? Ich meine, einen Schaden macht er hier noch. Kritischer Treffer sogar. Jetzt hat der zumindest mal erledigt hier. Ey, und er darf nochmal. Ach ja, richtig, weil er. Naja. Ja, kritischer Fehlschlag. Natürlich. Ja, jetzt sammeln die Waffe dann mal dem am Boden. Ich gehe mal lieber von dem lassen, aber das ist ja egal. Eine Waffe ist am Boden. Wir dürfen wieder switchen. Wie nehmen wir? Nehmen wir den hier? Ja, wir nehmen den hier. Ja. Nein, der hat die Waffe wieder aufgesammelt. Der darf dann zweimal angreifen. Ich würde tatsächlich lieber angreifen. Eine fucking Aktion, die wir hier ausführen, ne? Und dann kann ich danach nichts mehr machen, leider. Fuck off! Kannst du? Nee, kannst du nicht. Nee, das ist doof. Säurefall vielleicht auf ihn hier. Oder allgemein mal hier so hinballern. So vielleicht. Das hat aber gar nichts gemacht. Okay, der nimmt den normalen Weg irgendwie oder der nimmt einen anderen Weg. Okay, der springt auch runter. Fuck. Aber der hat Säure. Haha, aua, scheiße. Wen haben wir hart gedamaged? Keinen von denen. Okay. Irgendeiner ist doch hart gedamaged, oder nicht? Ja, Asterion. ja. Was für eine Waffe wieder am Boden, du Wichser.
So, wen wollen wir jetzt angreifen? Wollen wir hier so? Oder wollen wir hier so? Ich glaube, wir machen hier, ne? Schade, dass ich nicht noch mal öfter angreifen kann. Ein paar Gegner hier wirklich mal loswerden. Das hat gehittet? Ja, hat es. Scheiße, zwei sind tot. Drei sind tot. Oh shit, die ist einfach mal... Ja, da haben wir jetzt leider ein Riesenproblem, weil ich kann nichts mehr machen. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Solange die sich ja stabilisieren, obwohl Azir jetzt gerade nicht so geil aussieht. Und theoretisch, wenn die jetzt alles so dumm sind. Oh, die greifen tatsächlich. Warte. Was ist das? Hä? Warte mal, das ist ein bisschen verwirrend jetzt gerade hier. Hier wird gesagt, zwei für den Arsch. Und hier wird gesagt, zwei okay. Aber hier sind zwei okay und hier ist nur einer für den Arsch. Bei Asterion stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Bei der Anzeige, weil die halt nicht, weil die nicht mit dem hier übereinstimmt. Mal so weiter. Besiegt und jetzt kommt mal sagen, der hier. Ja, kann ich gar nichts machen, ne? Dann muss ich alle mit Wiederbelebungsschrift rollen, wiederbeleben, ja. Jetzt bin ich alleine nur noch da. Wobei, eigentlich dämlich. Hm, wir sind sehr, sehr weit gekommen, leider. Leider, leider, leider scheint das nicht so gut zu funktionieren. Also ich kann mit Wiederbelebungsschriftrollen jetzt nochmal wiederbeleben. Eigentlich wollte ich jetzt gerne mit ihm hier das noch alleine das Ganze machen, indem ich hier die restlichen Gegner besiege, damit ich dann meine Leute wiederbelebe. Aber es scheint alles nicht so ganz... Ah, schade. Wir sind alle tot, leider. Ihn könnte ich abballern hier, ne? So, bam. Ist er tot. Die auch alle die Erfahrungspunkte, aber ich sehe nicht so danach aus. Die sind nachher im Screen sind die auch alle tot. Und mein Schattenherz ist einfach nur Licht, weil die ist einfach. Die liegt irgendwo da unten. Achso, ja, die ist. Ja. Das ist Schattenherz. Ja, Frage ist halt eben, wollen wir Lasil mal wieder beleben? Geht das? Kriegen wir das hin? So weit entfernt. Wir können tatsächlich nur Schattenherz wieder beleben, weil die zumindest in der Nähe ist.
Hey, ich probiere es mal aus, ne? Ich meine, sonst würde ich ja sowieso neu laden. Blockiert, sie ist blockiert. Oh, aber schön mit richtig wenig Lebenspunkten. Klar. Nee, das müssen wir leider neu laden. Das hat schon ganz gut funktioniert am Anfang, ne? Das war schon ganz, ganz cool. Aber es scheint wirklich nicht zu funktionieren. Schade. Schade, schade, schade. Nein! Jetzt wurde ich... Oh, der hat doch mittendrin gespeichert, ne? Im Kampf. Hm. Legt euch jetzt den Kampf nochmal. Oder was lädt er? Ja, natürlich. Wobei wir hier eigentlich einen ganz guten Stand haben, ne? Also ich könnte theoretisch nochmal versuchen. Vielleicht haben wir mehr Glück. Nächste Folge, wir versuchen das nochmal. Und wenn das alles hier nicht irgendwie klappt, dann... Ja, müssen wir irgendwie was anderes uns überlegen. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.